Leute, und willkommen zurück zu Overlord 1. Ah, mal kurz ein bisschen lauter wieder gemacht, um... Ja, das ist schon immer so eine kleine, Sache, ey, mit der Desktop-Aufnahme. Desktop-Lautstärke. So, komme ich da jetzt vernünftig vorbei, ohne dass die mir hier... Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen hier. Ja, hier ist nämlich so eine scheiß Pflanze wieder. Ja, richtig umgucken können wir uns nachher erst. Vernünftig. Oder sollten uns... Erst nachher vernünftig hier umschauen. Ja. Ja, komm. So, da haben wir jetzt schon 13 von den Steinchen. Ja. Ja, wie wir halt im letzten Part feststellen mussten, wenn wir die angreifen, dann schützt sie sich ja und heilt sich dann auch. Also heißt, wir können die momentan nicht wirklich irgendwas tun. Ups, da wollte ich eigentlich noch nicht runter. Ja, der einzigste Weg ist, dass wir hier runter gehen. Ja, und wir kommen halt auch auf diesem Weg nicht wieder hoch, ne? Wir müssen jetzt von hier unten aus irgendwie einen Weg hochfinden. Ja. Also hier muss man so ein bisschen aufpassen. Hier muss man halt so ein bisschen aufpassen wegen dem Wasser. Ja, wir haben ja auch mal wieder welche verloren, so ein bisschen. Deswegen müssen wir jetzt halt auch wieder ein bisschen ausrüsten hier. So. Nee. Ja, ich habe jetzt halt auch nochmal geguckt wegen Gut und Böse und so weiter, ne. Es gibt keine wirkliche Vorgabe, ne. Also, ne. Man muss halt die Dörfer denn halt erobern, ne. Aber man darf halt keinen töten. Man muss halt ziemlich aufpassen. So. Ja, ich könnte jetzt hier durchs Wasser durch, aber halt meine Schergen nicht. Ja, ist klar, die nehmen natürlich einen Umweg. Boah. Hier können sie es ja noch, aber da jetzt hier die andere Ecke. Ne, hier können sie... Nicht mehr rüber, das meinte ich ja. Da war ja irgendwas... Deswegen kann man sie halt nur jetzt wieder zurückschicken. Oder sie gehen selber zurück mit der Zeit. Kann ich euch auch nochmal zeigen, wenn ich die jetzt halt rufe. Na, und die mir halt nicht folgen können so wirklich. Nee? Eure Braunen können euch nicht folgen, Herr. Lasst sie zurück, dann kehren sie in die Unterwelt ein und ruhen sich aus. Na, unser Kanal nehme ich jetzt auch. Mhm. Autsch. Da sollte man natürlich nicht lang. Hier können wir nicht lang. Unsere Roten. Ah, da sind wir ja auch schon. Unsere Roten. Na, jetzt habt ihr gesehen, jetzt sind sie halt zurückgegangen. Na, hier unten. Wir brennen den Meister! Oh, die kleinen Feuerteufel!
Ihr müsst noch immer das rote Schergennest finden und in die Unterwelt zurückbringen. Erst dann können wir außerhalb des Heiligtums Rote herbeirufen. Ich weiß nicht, ich muss, glaube ich, mal so ein bisschen den Sprache mal wieder ein bisschen hochstellen. Ich höre genau fast gar nicht, ja. Okay. 10 Stück haben wir jetzt. Ja, und schon können wir endlich die Roten auch außerhalb. Ja gut, eigentlich noch nicht, ne? Wir haben ja eigentlich das rote Schergennest noch nicht. Ja, das rote Schergennest müssen wir ja immer noch finden, ne? Damit wir die halt außerhalb unseres Bereiches rufen können, ne? Ja, jetzt können wir die Wichtel auch so ein bisschen abfackeln. Ja, und wie gesagt, hier können wir jetzt halt unsere Aufgabe mit den 1000 Wichteln erfüllen, weil normalerweise kommen da auch immer wieder neue raus. Aus den Nestern. Bauten. Ja, aber nachher, wenn man sie halt mit, die Spitzenhüte des Untergangs! Oh. Ach, du denn da? Sie fressen meine Beine! Meine Beine! Kleine Dinger! Überall sind kleine Dinger! Ja. No. Der hat uns wieder so einen dunklen Kristall gebracht. Das war auch mal nicht schlecht. Naja. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie zappelt das so komisch. Also das ist vorher eigentlich auch noch nie so richtig gewesen. Ja. Hat sich unten ein Legionär verirrt, verirrt. Nee, könnt's ja hören, da ist ja eigentlich noch was drin hier. Und solange man das Geräusch hört, ist da eigentlich noch einer, sind da noch welche drin. Ja, auch mit den Roten können wir jetzt halt solche Dornen kaputt machen. Die sie uns eben schön demonstriert haben. Halt so ein bisschen aufpassen. Weil hier gibt es nämlich wieder so scheiß Pflanzen. Jo. Ich glaube aber, das waren nur 2. Besser. Nee, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das war. Ich meine aber, für bestimmte Aufgaben, die man hier erledigt, kriegt man halt im Level halt noch mehr Rote. Bis halt die maximale Anzahl erreicht ist. Klar, die müssen natürlich auch ausgerüstet werden. Ne? Ja. Ja. Können wir mal weitergehen. Ja, aber diese komischen fleischfressenden Pflanzen hier, die sind schon fies. Die sind schon fies, ey. Da muss man schon ganz schön aufpassen, ey. Ja, komm.
sammelt das erstmal kurz ein. Ja, Ziegen sind nicht sehr viel, ja. Das ist es ja eben. Zehn Stück sind nicht sehr viel. Schon bei 97. 98. Da ist das rote Nest, Meister. Ja. Und das rote Nest wird natürlich bewacht. Schon wieder so blöde Scheißdinger. Aber mit unseren Roten sollte das eigentlich kein Problem sein. Na komm. Ist. Oh, sieht nicht danach aus. Ja, das ist hier sowas wie ein Fahrstuhl. Ja, das rote in die Sterne, das haben wir jetzt zwar schon gesehen, aber ja. Kommt noch nicht so schnell ran. Nein, ich wollte nicht wieder runter. Habe ich nicht schnell genug den Ausgang gefunden. Och ja, komm schon. Diese blöden Mistpflanzen, ey. Oh, da unten haben wir wieder was. Ich meine, jetzt mit den Roten können wir der... Nee, das ist dieselbe. Also jedenfalls mit den Roten können wir jetzt auch der was anhaben. Da ihr jetzt die Roten habt, können euch die Nymphen nicht mehr aufhalten. Röstet dieses aufdringliche Gemüse. Ja, ist natürlich eine Pflanze, ne? Ziemlich anfällig gegen Feuer. Okay. Ja, und? Aha. Hier sollte ich einen Sammelpunkt natürlich setzen. Jo, und weg damit. Ja, jetzt sind natürlich die ganzen Viecher hier oben wieder da. Ja, haltet B gedrückt, um die Schergen vom Sammelpunkt wegzuholen. Okay, ich dachte, da ist noch was. Ja, ich will mal überlegen, ob ich mal ein paar... Ich nehme mal 5 davon mit, damit wir nicht ganz wehrlos sind. Na gut, jetzt habe ich 6 mitgenommen. Na, egal.
Ja. Und das soll halt auch sowas ähnliches wie die Muttergöttin-Statue sein. Ne? Die gibt es natürlich hier auch. Tja. Irgendwas. Die wird man doch normalerweise zerstören. Jedenfalls diese hier. Ihr seid es! Ihr gehört nicht hierher! Verlasst diesen Ort sofort oder ihr werdet den Zorn unserer Königin Fea erleben! Vorsicht, Herr! Rote Schergen sind nicht so robust wie braune. Setzt den Gegner zunächst mit den Braunen zu und lasst ihn dann von den Roten grillen. Ja, jetzt wird halt das auch mit den Schergen wechseln erklärt. Dass man halt die Schergen wechseln kann. Ach ja, jetzt habe ich aber glaube ich zwei hier verloren, ne? Oder? Nö, nein. Beauty. So, Kinas, dann macht mal hier alles auf. Die Zeit ist normalerweise schon wieder rum, das gibt's nicht. Bin ich am überlegen. Ich meine, hier muss man sich jetzt halt eigentlich auch schon entscheiden, ob man die eine tötet oder nicht. Und dafür sind halt dementsprechende Punkte. No. Naja. Jo. Gibt's, glaube ich, hier nichts zu tun. Nee, ich meine, hier gab es nicht mehr zu tun. Ja, das Dumme ist halt, wenn man jetzt Rote verliert, kriegt man so schnell keine neuen Roten hinzu. Ja, und das ist halt auch der Nachteil, wenn man halt in solchen Aufzügen reingeht. Kann das halt ziemlich schnell passieren, dass halt so welche zurückbleiben. Ja, Kamera? Hallo? Naja. Und schon wieder einen verloren. Ja, wir haben ja leider noch nicht die blauen, um halt unsere Leute wiederzubeleben, ne? Da dürfte ein Roter draufgegangen sein, ne? Doch. Ist ein Roter draufgegangen. Wo ist denn der Rote jetzt schon wieder? Ich glaube, der steckt da irgendwie fest, ne? Ja. Jetzt sind schon zwei weg. Wieso auch immer, ja. Ach, Mann. Naja, und da habe ich das halt noch ein bisschen gelobt, ne, aber... Kann trotzdem immer noch passieren. Achtet auf Elfen, auf tiefer liegenden Plattformen. Nutzt euren Höhenvorteil und lasst von oben feurigen Tod auf die Regner.
Ja, jetzt soll man halt die Fähigkeiten der Roten und der Braunen vernünftig ausspielen. Ne? Sie sind das nicht kaputt hier. Es wäre ja nicht so schlimm, wenn man halt die Roten wieder rufen könnte, aber momentan. Momentan kann man es halt nicht wieder rufen. Ja, natürlich, die kann man auch einnehmen. Na, dann folgen die halt einen auch. Und kämpfen mehr oder weniger für einen. Ein Stückchen länger mache ich ruhig, mache ich noch. Ja, aber natürlich die Kriegerelfen, die kann man natürlich nicht einnehmen, ne? Ist ja klar. Ja, Leute, aber ich würde mal sagen, das soll schon wieder gewesen sein für heute. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist. Falls ihr die schon immer gesucht habt, oben rechts kommt ihr zum nächsten Part. Falls er schon online ist, ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten zwei Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1 Spiele, PlayStation 3 Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1 Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360 Spiele, PlayStation 2 Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U Spiele, wenn ich dazu komme. Ja Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also Leute, ciao!